Hallo zusammen an diesem wunderbaren Samstagmorgen. Hier ist die Quizfrage vom letzten Mal. Die Frage hieß, wie lautet der dritte Satz? Und die Antwort war natürlich, danach hilft sie Pierre beim Deutschlernen. Danach ist der Konnektor und steht in Position 1. Dann kommt das konjugierte Verb, helfen, in diesem Fall also hilft. Und dann kommt das Subjekt in Position 3, sie. Sie haben das auch alle ganz toll gemacht. Im heutigen Video geht es um Gründe und um die Adverbien aus diesem Grund, daher, deshalb, deswegen und darum. All diese Konnektoren verbinden Hauptsätze und stehen auf Position 1 oder 3. Los geht's! Jetzt geht es um Adverbien, die sich auf einen Grund beziehen. Hier sind die wichtigsten. Aus diesem Grund, deshalb, deswegen, darum und daher. Die Bedeutung all dieser Konnektoren ist identisch. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Pierre möchte die B1-Prüfung bestehen. Aus diesem Grund übt er viel. Die Tatsache, dass Pierre die B1-Prüfung bestehen möchte, ist der Grund dafür, dass er viel übt. In dem Satz, aus diesem Grund übt er viel, ist übt das Verb und in Position 2. Aus diesem Grund ist der Konnektor in Position 1 und er ist das Subjekt in Position 3. Man kann auch sagen, Pierre möchte die B1-Prüfung bestehen, deshalb übt er viel. Oder er möchte die B1-Prüfung bestehen, deswegen übt er viel. Oder Pierre möchte die B1-Prüfung bestehen, darum übt er viel. Und das letzte Beispiel, Pierre möchte die B1-Prüfung bestehen, daher übt er viel. Wie Sie wissen, kann das Konjunktionaladverb auch in Position 3 stehen. Der Satz kann also auch heißen, er übt daher viel. Dann ist das Subjekt in Position 1, das Verb wie immer in Position 2 und das Konjunktionaladverb in Position 3. Genauso, er übt darum viel. Er übt deswegen viel. Oder er übt deshalb viel. Zusammenfassung. In dieser Lektion ging es um einteilige Konjunktionaladverbien, die sich auf einen Grund beziehen. In der nächsten Lektion sprechen wir über Folgen. Ja, das war auch schon die Lektion für heute. Ich habe heute noch eine Ankündigung. Am Freitag, den 16.11. und am Samstag, den 17.11. gibt es in Berlin die Expo Lingua. Das ist eine internationale Messe für Sprache und Kulturen. Die Messe findet schon zum 31. Mal statt. Und es gibt wirklich ein großes Programm. Die Deutsche Welle wird einen Stand haben, die ja viele Materialien für Deutschlerner macht. Und was ganz toll sicherlich für Sie ist, es kommen auch einige Kolleginnen, die YouTube-Kanäle haben, die also Deutschunterricht auf YouTube machen und die Sie bestimmt aus ihren Videos kennen. Wenn Sie also in Berlin wohnen oder zu dem Zeitpunkt in der Nähe sind, dann gehen Sie doch vorbei. Es wird bestimmt interessant. Man kann kostenlose Tickets bestellen und ich schreibe Ihnen den Link unter dieses Video.
Und hier ist die Quizfrage für dieses Mal. Verbinden Sie diese beiden Hauptsätze durch aus diesem Grund, deshalb, deswegen, darum oder daher. Natürlich brauchen Sie nur eine Alternative zu schreiben. Die beiden Sätze heißen: Ich mache in der nächsten Woche eine Geschäftsreise nach Madrid. Ich kann leider nicht zum Deutschunterricht kommen. Und hier ist noch eine Ankündigung. Wir sehen uns diesmal erst in einer Woche wieder, also am nächsten Samstagmorgen. Deshalb wünsche ich Ihnen ein tolles Wochenende, eine wunderbare nächste Woche. Ja, und ich freue mich sehr auf den nächsten Samstag. Bis dann!